Wenn man auf der ohnehin malerischen Ostseeinsel Rügen nach dem schönsten Ort fragt, dürfte die Zahl der Antworten wohl fast genauso hoch ausfallen wie die Anzahl der Gefragten. Ganz subjektiv aus unserer Sicht betrachtet ist einer der schönsten Orte die Gegend um Lietzow zwischen großem und kleinem Jasmunder Bodden. Dort, etwa 11 Kilometer nordöstlich von Bergen, stellen wir, wie schon so oft, unser Auto ab, überqueren die B96 und erreichen nach ein paar hundert Metern den Strand am großen Jasmunder Bodden. Das Wetter an diesem Tag Mitte März lässt einen weiten Blick über den Bodden ebenso wenig zu wie den zum Lietzower Schloss, von dem bisher auch nicht allzu viel zu erkennen ist. Ein paar Stunden später sah das durchaus etwas besser aus. Deswegen fügen wir hier mal ein Bild der Rücktour ein. Der Buchenwald ist noch im Winterschlaf, einige andere Bäume tragen hier und da schon zartes Grün.
Schloss Semper. Heute wieder in Privatbesitz, lassen wir links liegen und kommen an der, bei diesem Wetter etwas mystisch wirkenden Ruine des Wasserturms an. Der mittelalterliche Anschein trübt allerdings. Auch wenn der Turm aus Feldsteinen gemauert ist, so entstand er doch erst 1920 zusammen mit Schloss Semper. In Betrieb war er bis 1953. Von dort geht es weiter zu einem kleinen Ensemble gespenstisch anmutender Krüppelbuchen. Nicht umsonst nennt man diese Stelle auch den Hexenwald, was bei diesem Wetter besonders wirkt. Da wir nun einmal in Wanderlaune sind, schaffen wir es noch bis Borchtitz.
Wer einen ruhigen, naturbelassenen Strand mit flachem Wasser sucht, wird ihn hier finden. Von hier aus geht es dann immer am Wasser entlang zurück. Ein Stück weit direkt am Strand, dann oberhalb der Steilküste. Da sich das trübe Grau nun doch zumindest etwas lichtet, können wir noch einen herrlichen Ausblick über die malerische Boddenlandschaft genießen.
Ein Ärgernis gibt es dann allerdings doch noch. In Höhe des Grundstückes von Schloss Semper ist der Hochuferweg versperrt und man muss einige hundert Meter Umweg um das gesamte Anwesen in Kauf nehmen. Eine Erklärung dazu findet sich hier. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, denn wir sind bestimmt bald wieder unterwegs.